Persönlich ist das tatsächlich der Zenit momentan. Also wirklich persönlich betrachtet, weil ich das geschafft habe, was ich immer machen wollte. Ich habe jetzt einfach Freunde, mit denen ich Musik machen kann und mit denen ich komplett verrückte Ideen verwirklichen kann. Und die alle am gleichen Strang ziehen und keiner sagt, ey, geht nicht, das ist zu kompliziert, das kostet zu viel Geld, das ist zu aufwendig. Sondern es wird einfach gemacht, es wird einfach gemacht und es klappt halt dann auch. Das ist einfach fantastisch. Album Era Tere war so eine Journey. Ja genau, irgendwann war dieser Tag dann einfach da, über den wir so viel geredet haben und so viel darüber nachgedacht haben und geplant haben, und wir standen beim Tim und ja, dann hing irgendwie alles an uns und wir mussten schauen, dass wir das alles auf die Reihe bekommen, was wir uns da vorgenommen haben. Da hat es sich dann einfach voll so angefühlt, als wäre ich zu Hause in meinem Wohnzimmer und ein paar Leute kommen jetzt vorbei zum Kaffee. Und es kam ja dann überraschenderweise viel mehr als geplant. Also ich glaube, wir haben irgendwie ungefähr 200 Tickets im Vorverkauf verkauft, und der Silvan hat mir gerade erzählt, es waren dann 420 Leute dort, mit denen wir gar nicht gerechnet hatten. Die Maximalmenge an Leuten, für die wir aufgestuhlt hatten, waren 350. Dann bin ich noch mit dem Sackkarren rumgerannt, noch mal kurz vor Beginn, habe noch mal nachbestuhlt. Und dann ging es los mit dem Orchester. Rechts von mir, das einfach, ja, mir die Wucht hier direkt an die Seite geknallt hat. All I do, 'cause I've been working hard enough.
irgendwie verrückt. So klingt das, wenn ich dich höre. Weil ich so eine tiefe Stimme habe, meinst du? Ja. Resonanz. Ein Gag habe ich nicht gespielt. Ah, hast du genau. Gitarre? Du hast Gitarre, du bist der Gitarrist von Era. Ich hab, du bist der Gitarrist von Era Tere. Nebensächlich, eigentlich spiele ich Synthes und du bist der Gitarrist, oder nicht? Ich wollte dich eigentlich irgendeine Frage fragen. Ja, ich frage dir dann auch eine. Wie war dein... Ist für mich eigentlich eine Art Fusion, aber nicht nur aus Jazz und Rock, sondern aus allen Genres. Oh, ich stelle mir viel abstrakte Sachen in meinem Kopf vor. Sehr viel Dunkelheit und gleichzeitig Licht. Mit dem Orchester war es auf jeden Fall eine Herausforderung zu spielen, weil wir so viele Musiker auf einmal da hatten, die gleichzeitig und tight zusammenspielen sollten. Und das alles perfekt zu machen, ist natürlich schwierig, aber ich glaube, wir haben das Bestmögliche draus gemacht.
Also mittlerweile ist Eratiré ein Teil meines Lebens. Und ich sehe auch tatsächlich die Welt immer mit ein bisschen anderen Augen, weil ich so viel mit der Band die letzten Jahre mitgemacht habe und auch miterleben durfte, dass ich Musik auch ganz anders wahrnehme und mit Musik viel mehr assoziiere. War das für dich, als wir live gespielt haben und dann das Publikum auch vorne war und du auch wieder mal seit langem praktisch nicht im Publikum gespielt hast, sondern wirklich zum Publikum gespielt hast? Das war tatsächlich der entspannteste Moment des Abends für mich, weil ich in dem Moment wirklich nichts mehr zu tun hatte. Also so geil, wie du rumstimmst. Das ist das Witzigste. Eigentlich, als ihr angefangen habt, das zu tun, war für mich alles durch, weil ich wusste, alles, was jetzt nicht ist, ist halt nicht. Ja. Das war der erste Moment, wo ich entspannen konnte. Ich bin ja normal nicht wirklich auf der Bühne, aber irgendwie hat es mich jetzt auch nicht zu sehr tangiert. Bin halt rumgesprungen wie ein Trottel, aber absolut phänomenal bei dir. Also unfassbar, was da an Soli drin ist. Alles live, kein Overdub. Also unfassbar. Jetzt, wenn ich es höre, denke ich mir, what the fuck. Das Commitment, sich irgendwie für den Sound irgendwie zu entscheiden und zu sagen, hey, ich habe das jetzt so gespielt und so werde ich das auch recorden. Ich glaube, das ist so ein Punkt, der eben mir vor allem so einen Tag dann auch zeigt. Weil die Magie, die wir an dem Tag hatten, hatten wir nur da.